Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und mal sehen, was uns diesmal der Hund auf den Teppich gemacht hat. Zu Beginn, es geht mal wieder um unsere beste Freundin Aline Bachmann und ein Ereignis, was sich anscheinend zugetragen hat, was ich auch verurteile, aber euch hier nicht unter den Teppich kehren möchte. Ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Video wieder 444 Likes bekommt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo da lasst, wenn ihr Gossip, Trash und Co. mögt und den Kanal vielleicht euren Freunden vorschlägt. Das würde wirklich enorm helfen. Ich möchte mich auch bei der Instagram-Seite, wo ich das jetzt her habe, bedanken. Die sind wieder wie immer unten angepinnt, also folgt denen gerne. Die machen das da sehr, sehr gut. Ich glaube, das sind immer mehrere Ladies gewesen. Wechselt aber auch immer ganz gerne, auf jeden Fall Grüße gehen raus. Was ist jetzt überhaupt passiert? Aline Bachmann wurde angespuckt in Berlin, sie befindet sich in Berlin. Ja, ich war es nicht, ja, muss ich ganz klar sagen. Und sollte das jetzt so stimmen, man muss ja mal ein Fragezeichen bei ihr hinstellen, dann ist das natürlich das allerletzte. Leute anzuspucken, Leute anzugreifen, egal ob man sie jetzt mag oder nicht, ist daneben. Man kann natürlich sagen, ey, ich finde das nicht korrekt, was du machst, so ne, ganz normal zwei, drei Sätze, ja, wenn man das nun unbedingt für sich braucht, den Leuten persönlich sagen. Ja, das ist für mich, finde ich, noch okay, normale Kritik. Aber Leute da anzugreifen oder anzuspucken und anspucken gilt, glaube ich, schon als Körperverletzung. Könnt ihr mich aber auch gerne unten verbessern. Ist auch absolut daneben und nicht cool. Und sie hat sich dort in Berlin wohl mit einigen Leuten verabreden wollen, auch mit Sali dann später auch getroffen. Sie befindet sich dort am Alexanderplatz. Der Alexanderplatz ist sowieso immer so ein bisschen tricky. Gerade auch wenn man mit den Öffentlichen unterwegs ist, kann es da schnell mal jemanden geben, der auch mal ein bisschen aggressiver ist, gerade bei dem Wetter. Wie gesagt, möchte ich aber hier auch ganz klar verurteilen, finde ich nicht cool. Des Weiteren, ja, ich zeige euch das auch dann hier im Verlauf zum Ende hin, ist es so, dass sie dort nach Geld gefragt wird. Das ist ganz normal in Berlin, wenn du halt irgendwo ja, an den Hotspots essen gehst. Oder generell unterwegs bist, dass du sehr häufig nach Geld gefragt wirst. Und oft sind das dann Leute, wo du denkst, okay, ne, also kann man ja was geben oder kann man was nicht geben. Ich würde euch da abraten, denn man erkennt die Leute meist recht schnell, dass das meist junge oder mittelalte Frauen sind. Auch oft mit Kindern, die dann dort Geld sammeln. Und da ist meistens eine Gruppierung dahinter, die das Geld dann einsammelt. Also es kommt meist den Damen dann gar nicht zugute. Also wenn ihr dann irgendjemand was spendet, dann könnt ihr in der U-Bahn, S-Bahn oder wenn ihr unterwegs seid, so ein Motz oder straßenfähiger Verkäufer was geben oder einem Obdachlosen, der auf der Straße sitzt. Das ist dann, glaube ich, besser aufgehoben, als wenn ihr das dann irgendwelchen Leuten, die dann auch an den Tischen, was ich auch persönlich ein bisschen unhöflich finde, immer Betting geben, weil das ist so eine Methode von den Leuten, die Leute im Hintergrund haben, die das dann einsacken. Ne? Also da bitte ich euch ein bisschen aufzupassen. Am Ende ist es eure Entscheidung, was ihr mit eurem Geld macht. Ich finde es jetzt per se auch nicht schlimm, dass sie das da gemacht hat. Es sah schon so ein bisschen aus, als wenn sie natürlich weiß, okay, ich bin jetzt live. Das könnte natürlich jetzt auch so ganz cool ankommen. Sie hat aber auch, muss man sagen, den Schein versteckt und dann weitergegeben. Ja, also sie hat ja nicht gesagt, oh, ich gebe dir jetzt mal 100 Euro hier und guck mal, hallo, wie cool ich bin. Das hat sie auch nicht gemacht und möchte jetzt da auch nicht immer was Böses unterstellen, möchte ja auch ein bisschen fair bleiben. Auf jeden Fall, was ich nicht okay finde, ist, wenn sie angespuckt worden sein sollte. Das möchte ich hier ganz klar sagen. Wie gesagt, normale Kritik immer. Ich bin hier einer der Top-Kritiker. Ich wurde ja mehr oder weniger da auch schon wieder angesprochen. Bin ja einer der YouTuber, der nun, glaube ich, mit am meisten über sie berichtet hat. Und, glaube ich, insgesamt sogar auch die meisten Klicks mit ihr gemacht hat. Also klar hat Just Nero mit den einzelnen Videos mehr Klicks gemacht, aber ich habe halt viel mehr Videos hochgeladen. Und da sind ja auch einige bei den 50.000 gelandet, gerade zum 2021-22 Zeitraum. Und von daher, ja, fühle ich mich da natürlich auch so ein bisschen angesprochen. Ansonsten, ja, schaut jetzt mal rein, was sie zu sagen hat. Und ihr könnt ja mal unten reinschreiben. Findet ihr das glaubwürdig, ja oder nein? Das ist ein Sack. Leute, ich schwör's euch und ich lüge jetzt nicht, weil mir ja viele immer nicht glauben. Ich bin heute in Berlin, ja, weil ich heute wieder geschäftlich hier bin. Ich schwör's euch.
Ich wurde einfach in der Bahn angespuckt. Es kam random irgendein Typ zu mir und hat mich einfach angespuckt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ohne Witz, an die Leute, die jetzt hier reinschreiben, wie cool. Ihr seid einfach so, solche Unmenschen seid ihr. Leute, ich bin heute eigentlich hier in Berlin, um wirklich Spaß zu haben. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann sitze ich in der Bahn und einer kommt und spuckt mir ins Gesicht. Leute, egal was ein Mensch irgendwie gemacht oder getan hat, wenn man angespuckt wird, das ist einfach nur das Allerletzte und es ist sowas von respektlos. Ja, und die jetzt wirklich hier reinschreiben, ist es lustig oder irgendwas? Für mich ist es nicht lustig. Für mich ist es nicht lustig, wenn ich privat unterwegs bin, in der Straßenbahn sitze, die Leute alle da drinnen sitzen und ich einfach voll die Rotze ins Gesicht bekomme, Leute. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu euch und das meine ich ernst. Es gibt einfach Dinge im Leben, ich glaube, die muss man einfach nicht, das muss man einfach nicht, wisst ihr, wie ich meine? Es ist asozial und egal, wenn Menschen mich hassen, aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer. Ich finde es einfach sowas von unangebracht. Einfach nur unangebracht, einem Menschen einfach ins Gesicht zu spucken. Du hättest die Polizei rufen sollen. Leute, wenn ich die Polizei anrufe, dann wisst ihr, was ich mich immer frage? Ich frage mich einfach, wann hört das endlich mal auf? Könnte mich nicht einfach, also auch an die Hater, ne? Könnte mich nicht einfach irgendwann mal wieder so akzeptieren, wie ich einfach bin? Und jetzt auch an die Leute, die schreiben, du hast es verdient, hin oder her. Leute, ich sitze jetzt hier alleine wie so ein Opfer und ich... Ist vielleicht auch wieder scheiße, in so einer Situation live zu kommen oder irgendwas. Ja, Leute, es waren Leute, und das finde ich so korrekt, wisst ihr, wie ich meine. Also es gab ja wirklich Leute in der Bahn, die mir ein Tuch gereicht haben. Was möchten Sie? Das ist schwierig. Ich habe einen... Danke. Leute, sowas verletzt mich. Egal, was gelaufen ist, was YouTuber über mich erzählen, ne? Aber Leute, ich bin jetzt... Und da kommen mir schon wieder die Tränen und ich will gar nicht weinen. Wisst ihr, ich will gar nicht weinen, weil die Hater sich darüber freuen, wenn ich weine. Aber... Leute, was soll man das jetzt mit tun? Wisst ihr, wie ich weine? Es ist einfach nur verletzend, weil ich bin auch ein Mensch und ich habe auch Gefühle und scheiß drauf, was YouTuber erzählen. Aber irgendwann ist auch mal gut. Und mich in der Öffentlichkeit anzuspucken, ist eine Sache. Also, wisst ihr, wie ich meine? Jetzt mal ehrlich, sind ja so viele Menschen drin, die sagen, ich habe das verdient. Leute, bitte gebt mir doch irgendwann mal die Chance. Ich reflektiere doch genug. Wisst ihr, wie ich meine? Ich reflektiere genug. Ich will ja ein besserer Mensch werden. Aber warum gibt es Menschen, die es mir einfach nur wünschen, dass mir jemand ins Gesicht spuckt? Wisst ihr, wie ich meine? Es ist doch irgendwann mal gut. Auch ich kann irgendwann nicht mehr. Versteht ihr das? Könnt ihr nicht einfach mal irgendwann damit aufhören? Ich kann wirklich irgendwann nicht mehr. Und jeder, der schreibt, dass ich es verdient habe, Leute, mal ganz ehrlich, irgendwann ist doch auch mal gut. Wisst ihr, ich bin heute mit einem Aspekt, bin ich hier nach Berlin gekommen. Ich wollte heute neue Videos drehen, ich wollte Content drehen mit einer guten Laune. Und dann passiert sowas. Mit dem Hate so, ich komme klar, Leute, kein Problem.
im Internet, Hate, das steckt man gut weg, ja? Aber wie kann man denn einen Menschen anspucken und dann feige aussteigen? Ich hätte ihn konfrontiert, ich hätte gesagt, ey, warum spuckst du mich an? Ja klar, der hätte mir gesagt, dass er mich nicht leiden kann. Ich hatte ja schon solche Anfeindungen, wo ich halt... Was ist passiert? Ich bin heute von Dresden nach Berlin gefahren und ich war nur in einer überfüllten Straßenbahn und dann ist jemand zu mir gekommen und hat mir ins Gesicht gespuckt und und das ist halt so, was ich einfach richtig schade finde. Es ist demütigend, nicht nur demütigend in dem Sinne, dass man macht es einfach nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Es tut einfach nur weh. Wisst ihr, in Berlin in der Straßenbahn. Ich weiß nicht, ob das geplant war, keine Ahnung. Leute, wisst ihr, nach dieser ganzen Sache habe ich mich so aufgerappelt. I'm sorry. Leute, wartet mal kurz. Thank you so much. Everything okay. Leute, ich habe echt keine Ahnung, was ich noch für die Menschheit machen muss, damit die mir endlich irgendwann mal verzeihen. You're welcome. Jetzt macht sie ein Gönner. Ich mache überhaupt nichts mit Gönner. Es ist eine Frau, die läuft hier vorbei und sie möchte Geld. Und wenn sie Geld möchte, dann gebe ich ihr Geld, wenn sie Hunger hat. Chillt doch einfach mal. Denkt ihr, das war jetzt geplant, ihr Hater? Denkt ihr, das war jetzt echt geplant? Die kam hier vorbei und wollte Geld. Punkt, aus, Ende. Ist doch jetzt auch scheißegal, ob ich da Geld gegeben habe, darum geht es doch jetzt gar nicht. Es geht jetzt darum, dass mir heute einfach jemand voll dreckig ins Gesicht gespuckt hat. Das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Wenn euch solche Videos gefallen, wie gesagt, lasst gerne ein kostenloses Abo da und schaut gerne in das letzte Aline Bachmann-Video rein. Und ich würde mich sehr freuen, wenn auch die Bachmann-Videos wieder so ein bisschen viraler gehen, denn ich finde es eigentlich momentan von den Gossip-Leuten somit am spannendsten. Ich habe aber eure Kritik oder konstruktive Kritik, auch habe ja nachgefragt, auch aufgenommen unter dem Community-Tab. Da könnt ihr euch auch immer noch im Community-Tab so ein paar Postings runterscrollen. Da ist eine Umfrage, da könnt ihr auch gerne nochmal mitmachen, ein paar Kommentare schreiben. Ich habe das meiste jetzt gelesen und möchte auch so ein paar Dinge dann umsetzen die nächsten Tage. Und dann schauen wir mal, was die nächsten Videos so werden. Ne? Auf jeden Fall, Fazit, anspucken geht gar nicht. Ich glaube, da sind wir alle derselben Meinung. Bis dann und ciao, ciao.